Jetzt kommen wir zu einer sehr konkreten Sache, einem konkreten Beispiel, und das hat weniger Allgemeingültigkeit, nämlich der potenziellen Energie an der Erdoberfläche, also hier im Hörsaal. Leider ist es so, dass viele Studierende das als allgemeingültig betrachten, deshalb betone ich das so, das ist jetzt ein Spezialfall für diese Situation, dass wir einen konstanten Feldstärke hier im Hörsaal haben und damit eine spezielle Form des Potenzials oder der potenziellen Energie. Und für diese konstanten Wert von G, den wir hier im Hörsaal haben, mit 9,81 Meter pro Sekunde, das ist unser FG, was auf einen Körper wirkt, würde ich jetzt einen Referenzpunkt hier festlegen, zum Beispiel auf dem Fußboden, aber ich könnte genauso gut auch die Tischoberfläche als Referenz nehmen. Und wenn ich jetzt einen Körper nehme und würde von der Tischoberfläche aus messen, hätte der eine andere potenzielle Energie hier in dieser Höhe, als wenn ich hier unten auf dem Fußboden beginne und von hier anhebe. Nicht? Dann gibt es diese Differenz zwischen Fußboden und Tischoberfläche, die ich dann immer als Unterschied habe. Also man muss sich schon einigen, wo beginnt man. Aber wenn ich hier auf dieser Referenzhöhe beginne, dann ist es egal, auf welchem Weg ich ihn hier anhebe. Ich könnte ihn auch erstmal hier verschieben und dann senkrecht anheben oder gleich hier anheben und dann, oder ich kann auch auf einer anderen krummen Kurve dahin kommen. Ich kann auch hier rüber raus und wieder zurück. Da kommen immer dieselben Werte raus. Das ist ein konservatives Kraftfeld, dieses konstante G. Und dann kann ich eben feststellen, die einfachste Rechnung ist es, hier hinzuschieben und dann senkrecht anzuheben. Und dann ist es einfach auf der ganzen Strecke die gleiche Kraft. Dann habe ich eine konstante Kraft mal der Wegstrecke, das entspräche hier der Höhe. Und habe einfach M mal G als die konstante Kraft mal der Höhe multipliziert. Das wäre dann das Wegintegral. Jetzt muss man nur sich mit dem Vorzeichen das noch genau anschauen. Die Gravitationskraft wirkt ja nach unten. Und um die Arbeit zu berechnen, muss ich immer die Kompensationskraft verwenden, damit ich rauskriege, welche Arbeit habe ich am Körper verrichtet. Also wenn ich den Körper, ich mache es mal hier, oder hier, wenn ich den Körper hier anhebe, muss ich eine Kraft nach oben ausüben, damit er eben nicht nach unten beschleunigt wird. Wenn ich den Körper hier runterfallen lasse, verrichtet das Kraftfeld Arbeit am Körper, dadurch wird er beschleunigt, dann wäre die Kraft nach unten zu verwenden. Dann haben Sie auch bei einer Bewegung nach unten eine positive Arbeit, die vollständig in kinetische Energie umgewandelt wird. Wenn ich aber diese Kompensationskraft nach oben anwende, dann findet keine Beschleunigung statt. Ich mache hier so eine infinitesimale Verschiebung, ohne dabei Beschleunigung zu haben. Die kinetische Energie ist sozusagen bei dieser beliebig langsamen Verschiebung immer gleich Null. Und die Kräfte sind zu jedem Zeitpunkt komplett kompensiert, sodass die Summe aus Fg und Fk gleich Null ist und keine Beschleunigung auftritt. Und dann rechne ich mit dem Fk nach oben. All diese horizontalen Anteile, die hier in diesen Wegstrecken sind, die werden durch das Skalarprodukt, was hier steht, eliminiert. Und es ist letztlich nur noch der Weg senkrecht nach oben relevant. Deshalb bekomme ich jetzt ein positives M mal G mal H, weil ich hier die negative, also die Kraft nach unten einsetze mit dem Minuszeichen zusammen, was Positives bekomme, oder ich würde ohne Minuszeichen diese Kraft nach oben einsetzen, bekomme ich auch was Positives. Und das ist das berühmte M mal G mal H, was Sie in der Schule lernen und was wirklich nur in der Nähe der Erdoberfläche gilt, wenn das G konstant ist. Also wenn die Höhe, die Sie hier betrachten, klein ist gegen den Radius der Erde, dann ist das tatsächlich fast konstant. Ja, aber hier rechnen wir eben nicht mit dem Betrag, sondern mit dem Vektor. Gut, dass Sie es fragen und dieses Lichtchen, das muss allen aufgehen. In der Schule schreibt man halt immer dieses Integral FdS. Und da sieht es immer so aus, als sei es der Betrag. Und hier ist es eben wichtig, dass wir
den Vektor verwenden, dass wir das Skalarprodukt verwenden. Wir bekommen tatsächlich wieder eine skalare Größe nach dieser Produktbildung, die wir ja auch brauchen, wenn wir im Integral aufsummieren wollen. Aber das kann sowohl positive wie negative Werte annehmen. Also wenn Sie mal eine Kraft nach oben, aber ein Wegstückchen nach unten haben, wenn das so steht, die beiden Richtungen, dann kommt da auch was Negatives raus beim Skalarprodukt. Wäre ja auch richtig, wenn Sie nämlich hier einen Weg nehmen, der hier über das Ziel hinausstößt, um dann dahin zu kommen, dann hätten Sie hier Wegstückchen, die nach unten zeigen und Kräfte, die nach oben zeigen. Und dann ist dieser Teil des Weges hier, dieser Rückweg liefert negative Beiträge und die kompensieren die positiven Beiträge, die Sie vorher zu viel bekommen haben.